und das sind Leute, die auf Allah voll und ganz vertrauen. Allahumma ja'alna min al-mutawakkilin ya rabbal alamin. Sie vertrauen auf Allah voll und ganz. Weißt du, was für ein schönes Leben du führst? Dass du weißt, niemand kann dir etwas nehmen oder geben, wenn Allah das nicht geschrieben hat. Dass du weißt, niemand kann dir einen Schaden zufügen, wenn Allah das nicht für dich geschrieben hat. Und schaut mal, subhanallah, seit Beginn dieser Moschee hat man uns immer attackiert. Natürlich ungerechtfertigt dabei sein. Weil wenn es gerechtfertigt wäre, warum ist die Moschee nicht zu? Warum ist die Moschee nicht zu? Wir wissen das. Ja, Ikhwa, jeder kennt unsere Situation. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ganze 10 Jahre gegeben. Ganze 10 Jahre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und an dieser Stelle danken wir allen Leuten, die uns unterstützt haben von Anfang an. Sei es finanziell, sei es mit Dua, sei es indem sie hier tatkräftig mitgeholfen haben in der Moschee. Und wir danken euch allen, liebe Geschwister, nach dem Dank von Allah subhanahu wa ta'ala, dessen Dank unermesslich ist und wir können ihn subhanahu wa ta'ala nicht ausreichend danken. Allah azza wa jalla hat uns das ermöglicht. Die Vorzeichen standen schlecht für uns. Auch letztes Jahr, als sie uns am 30.06. gekündigt haben und wir eigentlich gar keine Möglichkeit hatten, weiter hier zu bleiben. Aber Allah hat das ermöglicht. Walhamdulillahi rabbil alamin. Und jetzt solltet ihr alle wissen, liebe Geschwister, bis zum Ende des Jahres läuft der Vertrag aus. Und wir mussten uns notariell unterwerfen, dass wir dann am 31.12. aus dieser Moschee herausgehen. Aber Alhamdulillah, verzweifelt nicht. Wir sind Leute, die an Allah Azza wa Jalla glauben. Und wir sind Leute, die auf Allah Subhanahu wa Ta'ala vertrauen. Und wisset, dass Allah Azza wa Jalla niemals den Lohn der Gutes tun wird, verloren gibt. Allah wird dir immer eine Möglichkeit geben, Gutes zu machen. Und wir lieben euch für Allah Azza wa Jalla. Und wir bitten Allah Azza wa Jalla darum, dass er uns nicht die Möglichkeit nimmt, darauf viel zu machen. Wir bitten Allah Azza wa Jalla darum, dass er uns immer benutzt für die Dauer, für die Aufgabe der Propheten, die nicht müde geworden sind, ihr Volk zum Guten zu rufen. Und seien es hunderte von Jahren, wie Nuh alayhi salatu wassalam. Er wollte den Leuten nichts Schlechtes. Er wollte den Menschen nur beibringen, dass es nur einen einzigen Weg zum Erfolg gibt. Ob die Leute das lieben oder nicht lieben, das war ihr Weg, liebe Geschwister. Und auch wenn meine Khutbah heute nicht so lange dauert, ich möchte euch nur darauf hinweisen, verliert niemals die Hoffnung. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wir versuchen auch bis zum Ende des Jahres immer noch alles zu erwirken, auch wenn die V-Zeichen für uns schlecht stehen. Aber das ist natürlich nicht unsere einzige Option. Wir haben auch weitergesucht, liebe Geschwister. Aber ihr wisst, man legt viele Steine in den Weg. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah ist Karim. Wisset, wenn auch die gesamten Menschen und Djinn sich zusammentun, um dir in einer Sache zu schaden, sie werden dir nicht schaden können, außer wenn Allah das erlaubt hat. Außer wenn Allah das erlaubt hat. Allah steht über alle Geschöpfe. Und wenn sie sich zusammentun, Allah steht über alle Geschöpfe. Und nichts wird passieren, außer wie Allah es geschrieben hat. Und wisse, dass Allah denjenigen versprochen hat, die gläubig sind, dass er sie verteidigt. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah yudafi'u an alladhina amin. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird die Gläubigen verteidigen. Liebe Geschwister, viele Leute, die machen etwas Übles, etwas Schlechtes und haben Geduld dabei. Sollen wir nicht Geduld haben für eine gute Sache, die für Allah azza wa jalla ist? Sollen wir nicht Geduld haben für das Paradies? Und wenn du auch geprüft wirst in dieser Welt und ihr wisst, was man versucht mit dem Islam zu machen, die politische Situation kennt jeder in diesem Land. So wisset, liebe Geschwister, niemand kann dir etwas tun, außer wenn Allah es dir geschrieben hat. Und ich ermahne dich und mich an dieser Stelle, sei kein Feigling. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Männer hinterlassen, keine Frau. Er hat Männer hinterlassen. Männer, die nicht davor zurückschrecken, nur weil bestimmte Leute nicht den Islam lieben, dass sie aufhören, ihre Religion zu praktizieren. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat Männer erschaffen, die wahrlich Männer sind, die bereit sind, für diese Religion zu opfern. Egal, ob sie angegriffen werden oder beschimpft werden oder attackiert werden oder ihnen Unrecht angetan hat, nennen mir einen Propheten, der das nicht durchlebt hat. Einen einzigen.
Bitte schön, ich fordere dich heraus. Und wenn du denkst, wir sind falsch, weil wir attackiert werden, weil es gibt irregehende Muslime, die sagen, warum haben die so viele Probleme? Lies den Koran und dann hast du eine Antwort. Aber wer nicht den Koran kennt, so wird er nur aus seinem Nefs heraus sprechen, aus seiner Seele, ohne dass er einen Beweis dafür hat. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Allah Azza wa Jalla sagt, und kein Prophet und kein Gesandter, es gibt zwei Eier, einmal mit Prophet und einmal Gesandter, kein Prophet, kein Gesandter ist zu seinem Volk gekommen, höre zu, außer dass sie sich über ihn lustig gemacht haben. Bitte schön, sind wir falsch? Weil die Leute uns bekämpfen, weil viele nicht mögen, was wir tun, weil sogar eigene Familien dich kritisieren, sind wir deswegen falsch? Wurde der Prophet sallallahu nicht von seiner eigenen Familie kritisiert und sogar von ihnen angegriffen, von Abu Lahab, Abu Jahl und anderen? Hat er das nicht erlebt? Hast du die Geschichte überhaupt gelesen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sind wir besser als er? Subhanal Malik, er ist uns doch vorausgegangen. Was er alles erlebt hat, er musste manchmal in einem Haus schlafen, wo Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, ein edler Gefährte von ihm, ihn geschützt hat, indem er vor dem Haus geblieben ist. So war das Leben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er musste sich manchmal verkleiden, er musste sich manchmal verstecken, damit die Kuffar ihn nicht auflauern und ihn töten. Das ist die Realität. Und das ist auch unsere Realität. Aber wisse, erfolgreich sein wird derjenige, der auch an dieser Religion festhält. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Liebe Geschwister, ihr solltet wissen, auch wenn vieles Schlechtes über uns geschrieben wurde, bei Allah, sie konnten keinen einzigen Punkt beweisen, von damals nicht und von heute nicht. Und gegen den Verein As-Sahaba liegt nichts vor, was konkret ist. Gar nichts. Es gibt nichts Essentielles gegen den Verein As-Sahaba. Das solltet ihr wissen. Aber lieben uns manche Leute nicht, dafür können wir nichts. Das ist nicht unsere Sache, dass wir versuchen, dass jeder uns liebt. Selbst wenn wir nicht religiös wären, würde uns auch nicht jede Person lieben. Es gibt Rapper, nicht jeder liebt sie und wir schon gar nicht. Und es gibt Schauspieler, nicht jeder liebt sie und wir schon gar nicht. Das ist die Sache. Nicht jeder wird geliebt. Aber wir reden über den Weg Allahs, über die Rechtleitung Allahs Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, höre zu, eine Ayah, die uns beweist, dass die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam die beste Rechtleitung ist. Er sagt uns, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Im Gesandten Allahs ist euch ein schönes Beispiel gegeben worden. Halas. Liebst du den Koran? Glaubst du an den Koran? Hältst du an den Koran fest, dann bist du zufrieden. Aber wenn du das nicht tust, wirst du mit allem anderen zufrieden sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O Diener Allahs, وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ So folgt ihm, damit ihr recht geleitet seid. Ohne Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt es keine Rechtleitung für dich. Und er sagt uns subhanahu wa ta'ala, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ Und der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Du hast 1000 Entscheidungen getroffen, die Yawmul Qiyamah gegen dich sein werden, weil du dabei der Sunna widersprochen hast. Hättest du der Sunna gefolgt, wärst du erfolgreich damit gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Allahu Akbar. Jede Sache, die du von der Sunna nimmst, ist ein Erfolg. Ist richtig. Ist eine richtige Entscheidung von dir gewesen. Und niemals wird Allah subhanahu wa ta'ala dich damit erfolglos sein lassen. So solltest du das wissen, O Diener Allahs. Liebe Geschwister, auch natürlich müssen wir Stellung dazu nehmen, als die Razzia gewesen ist. Wie gesagt, es gab gar keinen Grund, dass sie gegen den Verein As-Sahaba etwas gemacht haben. Aber natürlich, man hat alles mitgenommen, was man mitnehmen wollte. Diese Gelder, die sie von uns genommen haben, was auf der Bank gewesen ist, natürlich das, was ihr uns an Spenden gegeben habt, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch allen dafür das Paradies geben. Ein Teil ist blockiert von diesem Geld und deswegen kommen wir nicht daran. Sie haben das nicht gesperrt in dem Sinne, aber es ist blockiert. Wir kommen nicht heran. Aber natürlich haben wir rechtliche Schritte unternommen, damit wir auch natürlich in Zukunft an das Geld herankommen. Bi'idhnillah ta'ala, es sind Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, aber Sie werden das herausgeben müssen, weil die Lüge immer eine Lüge bleibt. Weil die Lüge immer eine Lüge bleibt. Aber wir sollten uns Sorgen machen, wenn die Lüge zur Wahrheit wird. Und das haben wir auch schon manchmal in bestimmten Situationen
gelernt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eine weitere Möglichkeit geben, mit der Dawah weiterzumachen. Und an dieser Stelle bitten wir euch, wer auch immer eine Idee hat oder wer auch immer einen Kontakt hat, wer auch immer eine Möglichkeit hat, dass wir diese Dawah fortführen können. Und ich möchte nicht hochmütig sein, beziehungsweise etwas Falsches sagen, aber es ist nicht überall gegeben in Berlin, dass man eine Moschee findet, die nach der Sunna handelt. Das ist nicht überall gegeben und jeder weiß, denke ich, was ich meine. Es ist nicht überall in Berlin gegeben, dass man eine Moschee findet, wo man die Wahrheit hört, wo man Qala Allah, Qala Rasulullah hört und nicht, das ist mein Interesse und das ist das Interesse der Idara. Und deswegen mit der Gunst Allahs Azza wa Jal hat Allah subhanahu wa ta'ala die Idara und wir sind, als wir die Moschee genommen haben, als wir die Moschee geleitet haben, innerhalb von den 10 Jahren, Wallahi al-Azim, und ich schwöre bei Allah, den Allmächtigen, niemals haben wir uns wegen Geld in den Haaren hier in der Idara gedacht. Niemals. Walhamdulillah Rabbil Alameen, das sieht an anderen Stellen anders aus und das beweist, das Geld war uns nie wichtig. Und wir haben auch nie richtig viel Geld gehabt. Das wisst ihr auch, Alhamdulillah. Ich meine, wer häufig zur Moschee kommt, er weiß, dass 90-95% der hier sitzenden Jugendliche sind. Das ist ein großes Problem für manche Leute. Und diese Jugendlichen haben nicht das Geld. Ihre Väter sitzen in anderen Moscheen und können dort tatkräftig spenden. Aber Alhamdulillah, Allah hat uns jeden Monat irgendwie durchgebracht. Hey Allah. Manchmal hatten wir, subhanallah, nicht genug Geld gehabt und dann kam von links oder von rechts eine Spende. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, so konnten wir immer unsere Miete bezahlen. Und wir können hier herausgehen und sagen, 10 Jahre haben wir die Miete bezahlt, ohne einen einzigen Monat zu versäumen. Man könnte sagen, jetzt können wir einfach so rausgehen, wir brechen alle Rechte. Aber so ist nicht ein Muslim. Ein Muslim hält sich an die Rechte. So ist ein Muslim. Und liebe Geschwister, dass ihr bitte viel Dua macht. Dass Allah uns entweder hier weiter wirken lässt oder an einer anderen Stelle. Für uns ist nicht der Ort wichtig, sondern für uns ist die Dauer wichtig und die Herzen, die diese Dauer begleiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg schaffen. Möge Allah unsere Taten nicht verloren gehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Familien hier in diesem Land schützen. Möge Allah uns Geduld geben. Möge Allah die Feigheit aus unseren Herzen herausnehmen und uns sie mit Stärke umwandeln lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barik tawfikum wa jazakum akhiru.